werfen wir einen Blick darauf, wie man die Drehscheibe bedient. Dies wird Ihnen im Rangierbahnhof Cumberland behilflich sein. Interessant. Es gibt zwei Hauptkomponenten. Die Drehscheibe, die eingerastet sein muss, um sie benutzen zu können, und die Steuerkabine, von der aus die Drehscheibe gesteuert wird. Mhm. Gehen Sie in die Steuerkabine und wir fangen an. Na denn. Gehen wir mal hin, ne? Interessant. Auf der linken Seite befindet sich ein Monitor zum Betrachten des Geschehens außerhalb. In der Mitte ist der Hebel zum Steuern der Rotation. Mhm. Okay. Und rechts befindet sich der Sperrhebel der Drehscheibe. Mhm. Aktivieren wir das Steuerpult, indem wir den Monitor auf An stellen und die Drehscheibe entsperren. Okay. Nun möchten wir die Drehscheibe so rotieren, dass sie auf die nächstgelegene Lokomotive ausgerichtet ist. Na denn. Klicken und ziehen Sie den Steuerhebel, um die Drehscheibe in die gewünschte Richtung zu bewegen. Lassen Sie den Steuerhebel los, sobald sich das gewünschte Gleis der linken Seite des Monitors nähert. Okay, wir drehen uns, wir drehen uns. Naja, der Monitor zeigt auch nicht wirklich das an, was er anzeigen soll, wa? Cool. Komisch, da ist eine Lok. Auf dem Monitor ist keine Lok. Bevor wir zur Lokomotive hinübergehen, stellen Sie sicher, dass die Drehscheibe gesperrt ist. Dies zeigt an, dass die Drehscheibe sicher befahren werden kann. Mhm. So. Haben wir gemacht. So, dann gehen wir mal zur Lokomotive. Na komm, rennen wir hier ein bisschen. So. Aber du hast hier einen Dauersitzplatz, wa, Junge? So, Tür zu. So. Wenn Sie auf die Drehscheibe fahren, gehen Sie es ruhig an, damit Sie nicht zu weit fahren. Okay. Langsames Fahren bedeutet auch, dass keine große Bremsleistung benötigt wird. Okay. So, Bremse ist gelöst. Dann war denn das... So, Wendung nach vorne.
So. Okay. Sobald Sie angehalten haben, steigen Sie von der Lokomotive herunter und gehen wieder in die Steuerkabine der Drehscheibe. Ich glaube, das ist zu weit, das ist zu weit, das ist zu weit. Nee. Das kann nicht sein. Doch, wir stehen noch. Und wie sieht es da hinten aus? Ich glaube, wir stehen komplett drauf. Also, dann können wir jetzt hier zur Kabine. So. Hier rein. Zack. Die Lokomotive ist nun bereit, gedreht zu werden. Okay. Aktivieren Sie den Monitor und entsperren Sie die Drehscheibe. Mach mal. So. Drehen Sie die Drehscheibe und die Lokomotive mit der Rotationssteuerung auf das angezeigte Gleis zu. Okay, wir drehen. Das Äußerste da, wa? Naja, fast das Äußerste. Nee. Echt? Naja, war nicht das Nebengleis angezeigt? Stellen Sie die Drehscheibe fest, bevor Sie gehen. Steigen Sie wieder in die Lokomotive und fahren Sie zur vorgesehenen Markierung. Okay. Dann wollen wir mal. So. Jetzt sollen wir wieder nach vorne, ja? Die Bremse ist gelöst. Alles klar. Mensch. Exzellente Arbeit. Ja, dies schließt auch das Tutorium zur Benutzung der Drehscheibe ab. Mhm. Stellen Sie die Drehscheibe. Was? So, dann machen wir da gleich das nächste Mal. Nein, ich wollte es nicht noch. Oh, Gott, nein. Nicht nochmal rangieren. Drehen. Ach, als nächstes kommt der Betankungsvorgang. Wäre dann das nächste. Toll, toll, toll. Ich wollte das Tutorial nicht nochmal spielen. Nein. Ach, du bist doch doof, blödes Spiel. Du schnell geklickt. Zu schnell geklickt. Was? 1 Million Tonnen Kohle? Alter, was soll denn das für ein langer Zug werden?
Nein, die wollte ich nicht jetzt hier. Werfen wir einen Blick darauf. Nein! Genau, beenden, ja. So. Eine EMD GP38-2. Hm. So, wie gesagt, dann machen wir das nächste Tutorial gleich mit dran, und zwar das Betanken. Glaube ich, dass das nächste jetzt sein müsste. Tutorials! Da. Das haben wir, genau. Lokomotivbetankung. Jawohl. Ach, das sind die Errungenschaften, die man hier erreichen kann. Da bin ich ja mal gespannt, wenn wir die Tutorials hinter uns haben, wie die erste Tour wird. Oh, ich hoffe, da kommen noch deutsche Strecken dazu. Und deutsche Loks. Oh, da ist aber St. Pat Gray, die legendäre amerikanische Eisenbahnstrecke. Na, da kommt noch einige an Videos auf uns zu. Lokomotivbetankung. Ein wichtiger Bestandteil in der Haltung einer Lokomotive ist das Tanken. Also schauen wir uns an, wie es geht. Ja, dann gucken wir uns das mal an, wie es geht. Ja, der Schlauch liegt ein bisschen komisch, wa? Eine Zapfsäule besteht aus zwei Teilen. Dem Schlauch, der an der Lokomotive angebracht wird, und die Steuerung zur Aktivierung der Kraftstoffpumpe. Okay. Eine Lokomotive steht bereits an der richtigen Position. Gehen Sie hinüber und entfernen Sie den Tankdeckel. Jo, wir entfernen den Tankdeckel. So. Nun holen Sie den Tankschlauch. Mach mal. So, und jetzt? Haben wir einen Tankschlauch in der Hand. Bringen Sie diesen zur Lok herüber und befestigen Sie ihn am Kraftstofftank. Okay, machen wir. Zack! Das ging aber schnell. Hat er gleich. Gehen Sie zur Zapfsäule zurück und aktivieren Sie die Treibstoffpumpe. Vor dem Hallo Zapfsäule. Das System schaltet sich automatisch aus, sobald der Tank voll ist. Sie können den Stand der Betankung anhand der Anzeige an der Seite des Tanks sehen. Ah ja, interessant. Ui, 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 ui. Das ist teuer, was er da macht. Oh, 1700 Liter. So, und jetzt? Nehmen Sie nun den Tankschlauch und bringen Sie ihn zurück an die Zapfsäule. Anschließend schrauben Sie den Tankdeckel wieder fest. Okay. Dann nehmen wir ihn in die Hand. Zack. Und den Tankdeckel festschrauben. Oh, das war's schon? Na Mensch. Und das wäre auch schon alles. Na. Super. Na. Alle klar. So, meine Lieben, das war's gewesen. Jetzt haben wir die Drehscheibe und das Betanken. Und als nächstes, was haben wir denn hier noch als nächstes? Gucken wir doch mal, eine kleine Vorschau, was uns als nächstes erwartet. Ja, so lernt man halt alles kennen, wa? Die Lok, das Rangieren, eine Drehscheibe, die Betankung. Gut. War nicht besonders, er redet von der Zapfsäule. Was ja auch eigentlich eine ist, ist ja das Rohr. Aber wir kennen es halt anders.
Zugbremsentheorie wäre das nächste. Okay. Hier lernen Sie. Ja, das brauchen wir nicht. Wir können das jetzt das Ganze hier beenden. Ich sag da mal Tschüssikowski, bye bye, euer Lupi und bis zum nächsten Mal.